und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier im Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier bei mir in meinem Whisky-Geheimarchiv. Ich lade euch ein, wie jede Woche, mit mir einen neuen Whisky zu verkosten. Ja, und heute steht mal wieder was Besonderes an. Heute ist mal wieder so ein Whisky-Feiertag. Eigentlich hätte ich mich anders anziehen sollen, aber ich habe gedacht, die Kleidung ist nicht wichtig, das Äußere ist nicht wichtig, die Inhalte sind es. Und heute habe ich etwas, dessen Inhalt Großes verspricht. Viele, viele von euch haben mir bereits mal geschrieben und mich mal gefragt, Mensch, hättest du nicht Lust, mal einen Balvenie Tan 1509 zu probieren? Ein Whisky aus dieser legendären Reihe, dieser Premium-Reihe der Destillerie Balvenie. Und ich habe mich lange, na klar, gewollt hätte ich schon, aber ich habe mich lange gedrückt, weil ehrlich gesagt, mir diese Whiskys immer ein bisschen zu hochpreisig waren und, naja, eigentlich auch immer noch sind. Es hat sich dann zwischendurch aber trotzdem mal ergeben, dass mal einer dieser Whiskys etwas günstiger zu bekommen war. Fragt mich nicht, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Tut's nicht. Googelt die Preise selber. Es ist viel zu viel, es ist Luxus, darf man eigentlich gar nicht machen und trotzdem, es ist ja schön, mal absolut ab und zu mal über die Stränge zu schlagen, mal seine eigenen Regeln zu brechen und dann so ein Tröpfchen auf dem Tisch zu haben und ihn auch noch mit euch teilen zu können. Ja, Balvenie. Wer diesen Kanal kennt, der weiß, dass Balvenie eine meiner absoluten Lieblingsdestillerien ist. Gelegen in der Speyside. Ich habe hier die Karte und meinen Stift. Speyside liegt hier so im Osten Schottlands, zwischen Aberdeen und Inverness, ist das Herz der schottischen Whisky-Produktion. Nirgendwo mehr tummeln sich mehr Destillerien als hier in der Speyside auf einem Quadratkilometer. Ja, und Balvenie ist natürlich keine Ausnahme. Die Destillerie liegt in Dufftown, vis-à-vis der Destillerie Glenfiddich. Die beiden sind auch noch verbandelt miteinander. Die gehören nämlich beide der Familie Grant. Und spöttische Zungen sagen immer so ein bisschen, Balvenie ist so die Premium-Schiene von Glenfiddich. Also dem kann ich mich nicht ganz anschließen. Dafür sind die Whiskys dann doch zu unterschiedlich. Aber es sind schon auch ein paar Gemeinsamkeiten festzustellen. Gegründet 1892. Ist damit also auch schon wirklich eine alteingesessene Destillerie. Und ich habe schon viel getestet von Balvenie. Ich blende euch mal die Playlist hier ein. Da könnt ihr mal reinschauen, was da schon alles mit dabei waren. Das meiste davon großartig. Ein, zwei Ausrutscher, mit denen ich nicht so ganz d'accord gegangen bin. Naja, und jetzt sozusagen als Kronjuwel dieser ganzen Balvenie-Reihe. Der Tan 1509. Tan, komischer Name, ja, es bezieht sich auf einen großen Bottich, der heißt tatsächlich Tan 1509, das steht auch dran. Es ist ein Bottich, in dem bei Balvenie verschiedene Whiskys miteinander vermählt werden. Und der Master Distiller, David Stewart oder Master Blender, David Stewart, der mittlerweile schon seit 54 Jahren bei Balvenie arbeitet, der hat sich halt zum Ziel gesetzt, den bestmöglichen Whisky zu kreieren. Und daraus hat er dann diese Reihe gegründet. Was ich hier euch heute vorstelle, ist das Batch Nummer 4. Also Batch bedeutet eine Einheit. Verschiedene Fässer werden vermengt miteinander. In diesem Fall sind es 23 unterschiedliche Fässer, die vermengt werden in diesem Tan. Und das Ganze ergibt dann einen Batch, der abgefüllt wird und limitiert ist. Natürlich, weil so ein Batch irgendwann auch mal wieder zu Ende ist. Limitiert in diesem Fall auf 333 Flaschen weltweit. Ja, und natürlich weckt so eine geringe Zahl Begehrlichkeiten. Klar, deswegen sind die auch so teuer, die Dinger. Und natürlich, weil die Qualität der darin verwendeten Whiskys enorm hoch ist, also von hoher Qualität ist. Ja, so. Gut, ich schenke mal ein bisschen ein, erzähle euch dann mal was über diesen Whisky. Das ist nämlich hochinteressant, vor allen Dingen für jemanden, der sich so ein bisschen schon auskennt mit Whiskys, liefert diese Flasche unglaublich viele Informationen. Ich halte erstmal die Kamera.
Hier zu sehen das ganz klassische Balvenie-Flaschendesign. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als Apotheker-Design. Ich finde es hübsch, ich mag es gerne. Das ist so ein bisschen Retro. Das ist so ein bisschen so dieses, naja, Whisky, wie er früher mal gemacht wurde. Finde ich toll. Das Ganze geliefert in einer stabilen Dose Metall. Ja, das kann man hören. Sehr schön. Und diese Dose bietet überdies noch unglaublich viele Informationen. Hier nehme ich mal eine ganze Liste all der Whisky-Fässer, die verwendet wurden für dieses vierte Batch. Hier vorne etwas drauf, das liest sich so ein bisschen wie ein, naja, nicht ein Notenschlüssel, aber ein Geschmacksschlüssel. Die hellen Kreise hier unten, der unterste oder äußerste steht für Sweetness, also für Süße. Dann der zweite von außen, Delicacy, also wie delikat dieser Wein ist. Dann der zweitinnerste, Oak, wie stark der Geschmack der Eiche, des Eichenfasses in diesem Whisky ist. Und der innerste Kreis, Spice, Würze. Ja. So, dazu liefert Balvenie dann auch noch dieses Sheet. Da kann man jetzt auch nochmal im Einzelnen nachverfolgen, welche Geschmacksnuancen welches Fass mitbringt. Auch nochmal wirklich nach diesem Notenschlüssel hier aufgedröselt, das Ganze unterzeichnet von David Stewart, also vom Feinsten. Die Eckdaten zu dem Whisky, wie viel hat er, wie viel Prozent? Ich glaube 51,7, ja, da steht es, 51,7 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. So, wie alt diese Whiskys sind, darüber schweigt sich Balvenie aus, darüber erfahren wir nichts. Ich habe ihn, wie ich es immer mache, im Vorfeld natürlich schon mal probiert. Ich öffne ja keine oder selten neue Flaschen vor der Kamera, weil ich auch immer möchte, dass die Whiskys schon mal ein bisschen atmen können. Ich habe ihn natürlich auch probiert, klar, neugierig wie ich bin. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da besonders viele junge Whiskys dabei sind. Also meine Vermutung rangiert von 15 bis 21 Jahren, so in diesem Spektrum bewegen sich die Whiskys, die hier verwendet wurden. Aber es ist natürlich schwierig. Bei 23, ich meine, da kann natürlich schon mal ein Jungspund mit dabei sein. Durchaus möglich. Und den schmeckst du dann auch nicht mehr raus, weil die anderen dann so dominieren. Gereift ist er, genau, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, in Refill American Oak. Also in amerikanischer Weißeiche, Refill-Fässern und in Sherry Butts. Und zwar fast zu gleichen Teilen. Also es ist ein Fässchen mehr von den American Oak Butts dabei als von Sherry. Also ein sehr ausgewogener Whisky. Eine sehr, sehr schöne Mischung, die viel Komplexität verspricht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Halten wir mal die Nase ran. Eine wundervolle, Nase, die bei mir als allererstes eine Assoziation von Zedernholz weckt. Habt ihr schon mal Zedernholz gerochen? Da ist so ein leichtes ätherisches Öl mit drin, das sehr würzig ist. Und das finde ich hier witzigerweise wieder. Das ist das, was mich zuerst anspringt. Die Nase ist gar nicht mal so intensiv. Also 51,7 Volumenprozent Alkohol, Fassstärke, da erwartet man normalerweise so ein Bomb, so eine Bombe, überhaupt nicht. Der Whisky ist sehr zurückhaltend, mit Understatement, einer schönen Frucht, die jetzt langsam durchkommt. Zitrusfrucht, süßes Toffee. Relativ wenig dunkle Früchte. Ich hatte eigentlich bei dem Anteil an Sherry-Fässern erwartet,
dass mehr dunkle Früchte in der Nase zu riechen wären, aber sind es nicht. Also die Nase, der Geruch ist eindeutig eher auf der leichten, hellen Sorte mit Zitrusfrüchten und wie gesagt, diesem sehr markanten Aroma nach Zedernholz. Witzig. Schön. Also eine Nase, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Man kann es nicht anders sagen. Probieren wir mal. Oha. Unfassbar komplex. Also ich habe hier bemerkt, dass ich verdünne den nicht. Ich finde, dass der mit 51,7 Volumenprozenten eine fast ideale Trinkstärke hat. Es genügt ein winzig kleiner Schluck und der Mund ist sofort ausgekleidet mit einer Vielzahl von Aromen. Also das ist ein Whisky, für den man sich auch viel Zeit nehmen muss, den man tatsächlich nicht einfach nur so einkippt, runterschottet und das nächste. Der würde einen auch überfordern, wenn man den zu schnell trinkt. Also den sollte man wirklich Schlückchen für Schlückchen langsam genießen, zwischen den Schlückchen immer mehrere Minuten auch mal Zeit lassen, mal rausschmecken, was da alles zu finden ist und das ist viel. Also was mir auf Anhieb auffällt, ist, dass er sehr ausgewogen ist, sehr ausbalanciert ist. Er hat eine gewisse Süße, eine Honigsüße, die aber konterkariert wird durch eine säuerliche Note. Das ist perfekt in der Balance. Dann hat er eine gewisse Würzigkeit, die aber nicht schwer ist, einen nicht erschlägt, sondern die relativ leicht ist. Also die Eiche, hier wurde ja erwähnt, dass die Eiche sehr, sehr stark, Entschuldigung, Delicacy ist das, was hier am stärksten durchkommt. Und das kann ich bestätigen. Er ist delikat. Es ist wirklich ein delikater Whisky. Er ist elegant. Er ist mit viel Understatement gemacht. Er ist süß-säuerlich. Ja, die Süße ist hier stark verzeichnet. Sie ist auch vorhanden. Aber wie gesagt, ich finde, sie wird durch eine gewisse Säure auch wieder ausbalanciert. Delikat. Und die Eiche, das sieht man hier ganz gut, ist sehr zurückgenommen. Das kann ich absolut bestätigen. Also diese Auswahlkriterien hier und diese Abstimmung, das ist schon richtig. Das passt schon. Also sehr, 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 sehr schön gemacht. Der Abgang ist lang. Jetzt kommt noch so ein bisschen so eine trockene Zimtnote, so eine zimtige Würzigkeit hinten raus, aber es ist ein endlos langer Abgang mit so ein paar süßen Elementen noch dazwischen. Also es ist ein Gedicht. Dieser Whisky ist ein Gedicht. Wahnsinn. Nimm mal wieder dieses Zedernholz. Ich komme da nicht weg von. Das ist wirklich so. Also nicht diese Eichenschrankwand, wie ich sie ja hasse, sondern wirklich dieses ätherische Öl, was man so manchmal riecht, wenn man im Süden ist und an so einem Zedernbaum vorbeigeht, was einen dann so anweht aus den Nadeln. Das ist das. Wie die das da reingekriegt haben, keine Ahnung. Ich bin sicher, da war kein Fass aus Zedernholz dabei. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Müsste ja dann auch hier angegeben sein. Nein, es sind ja American Oak Buds und Sherry Buds. Also europäische Eiche und amerikanische Weißeiche. Diese 23 Fässer übrigens auch handselektiert, natürlich von David Stewart. Also er hat er wirklich komponiert. Da durfte er sich richtig austoben. Da hat er spielen können, experimentieren können. Und hat dann dieses wunderschöne Kronjuwel hier erschaffen. Tolle Sache. Also ich bin hin und weg bei Vanny. Das gibt eine gute Note. Das ist schon mal ganz klar. Wie immer natürlich auch an dieser Stelle die Frage, ist es den Preis gerechtfertigt?
recht oder rechtfertigt der Geschmack den Preis? Darüber zu diskutieren lohnt sich fast nicht, weil das für jeden anders ist. Für einen armen Studenten sind 300 Euro oder was so eine Flasche kostet, ein Vermögen. Für einen Bankenvorstand, der bestellt sich gleich ein Sixpack davon. Also wie gesagt, für mich würde ich sagen, es hat sich jetzt gelohnt. Es ist ein fantastischer Whisky. Ich werde lange, lange, lange daran genießen, damit Zeit verbringen. Ich habe es nicht eilig, den leer zu trinken. Ob ich mir noch mal eine zweite Flasche leisten werde, irgendwann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, was da noch so passiert in den nächsten Jahren. Aber der auf jeden Fall ein absoluter Volltreffer. Kriegt von mir 96 von 100 Punkten. So, das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wer hat ihn schon mal probiert? Schildert mir mal eure Geschmackserlebnisse. Erzählt mir mal, wie ihr das so empfunden habt. Und ansonsten kann ich nur darauf hinweisen, da unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das unterstützt mich ein bisschen bei meiner Arbeit. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Restsonntag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Tschüss.